So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 2019 mit meinem Journey und Castamonspor 1966. Den Namen werde ich wahrscheinlich bis zum Ende nicht aussprechen können, aber man weiß es nicht. Ja, die Aufstellung ist fix. Ich habe ein bisschen durchrotiert, muss man machen. Wir spielen gegen einen schlechteren Gegner. Man muss auch die anderen Spieler bei Laune halten. Natürlich ist die Rotation jetzt nicht so groß, aber doch auch ein bisschen größer. Und ja, auch von der Bank weg könnten wir dann halt die Stärkeren bringen. Wobei ich merke gerade, dass ich keinen Kapitän habe. Okay, dann werden wir doch mit Batuan spielen, unseren Captain. Der Vize-Captain wäre der Saban Özel. Aber wir müssen Tore schießen. Wir schauen, dass wir den Triangle da oben beibehalten. Jo, dann sehen wir uns im Spiel. So, dort angekommen. Die Aufstellungen. Könnt ihr euch mal durchgehen lassen. Bukaspor. Wir werden sagen, ich erwarte heute einen Sieg. Spielfeldrand, da gibt es noch ein Interview. Er bekommt eine Pause. Er hat sich die Chance verdient. Und dann steigen wir auch schon ein in das wunderschöne große Stadion. So wie es aussieht. Oh, das ist schon richtig groß. Mustafa weg hier. Ja, die greifen, die setzen uns unter Druck. Davon dürfen wir uns aber nicht beeindrucken lassen. Das hat schon alles irgendwo seine Richtigkeit. So. Kombinationsfußball, das Training haben wir natürlich auch ausgerichtet auf ballbesitzorientierten Fußball, offensiven Fußball. Und davon möchte ich ein bisschen was sehen. Beim Ballbesitz sehen wir da gerade schon. Aber das passt halt gerade nicht, weil wir angepresst werden. Bekir hat diese Flanke, da ist nichts, was ihn irgendwie in Bedrängnis bringen würde. So, Murat muss den Ball wieder zurückspielen. So, Mustafa. Leute, wir sollten schon auch irgendwann nach vorne gehen. Ich melde mich auf jeden Fall, sobald es was gibt. So, Riesenmöglichkeit für uns. Wir haben den Ball, Ozan hier im Mittelfeld, unser Kapitän Batuan, und der sieht dann den zentralen Mittelfeldakteur Celil, von dem ich sehr viel halte. Der spielt zu Murat und dann geht er in das Loch, seht ihr das? Und da kommt auch der Ball hin und das ist die Riesenmöglichkeit. Auch der Torhüter hält den. Da hätte es ruhig auch 1:0 stehen können, aber solche Vorstöße wünsche ich mir von einem der beiden Mittelfeldspieler. Und die bekomme ich jetzt auch. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass uns hier der Konter nicht über die Ohren fliegt. Aber scheint so, als hätten wir uns wieder gefangen. Jawohl, Ümit. Ah, das war nix. Nochmal Ümit.
Oh, da steht er ganz alleine, aber er wird geblockt. Bari hält hier den Fuß noch rein. Und da wird nochmal geblockt. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen was wie kontern. Ah, war's nicht. Ich melde mich wieder. So, auch mal eine Riesengelegenheit für den Gegner. Wir haben hier zwar den Ball, aber der wird bald verloren sein. Ibrahim Koskun zu Ozan. Und Ozan damit einen Pass, da wo ich selbst nicht weiß, was er damit vorhatte. Und dann geht es relativ schnell. Adrahan, Chilhan, und der spielt dann direkt zu Ahmed. Und Ahmed nimmt sich die Kugel und probiert es mal. Und Bekir hat die Finger noch dran. Gott sei Dank, sonst wäre das Ganze ins Auge gegangen. Also wir sind durchaus verwundbar mit langen, hohen Bällen und direktem Spiel. Oh! Und auch im 16er bei Ecken sehen wir nicht gerade gut aus. Aber sonst bin ich relativ zufrieden mit dem Spiel. Auch wenn wir nicht zu den Chancen kommen, die ich gerne haben möchte. Es gibt Kombinationsspiele, die andeuten, was die Taktik in Zukunft, wenn sie eingespielt ist, drauf hat. Und ja, das ist echt nett anzugucken. Aber wir müssen es ein bisschen mit dem PS rüberkriegen. So. Ne, das ist viel zu viel klein-klein da. Mustafa. Gefallen mir beide auch gut, die Innenverteidiger. Die neuen, unter Anführungszeichen. Ja doch, es sind beides komplette Neuzugänge heute auf dem Feld. Machen das gut. Was mir auch gefällt an den letzten Spielen ist, dass die Innen- wie Außenverteidiger immer sehr gute Noten bekommen. Das ist wirklich auch die Qualität, die wir haben in diesen Bereichen. Das spricht auf jeden Fall für uns, abseits, oder? Ja. Wir müssen rauszoomen. Ich sehe die Linie nicht. Wobei brauche ich eigentlich gar nicht. Bleiben wir auf der Linie. So, Bari. Langer Ball. Ah. Abseits. Ich melde mich wieder, sobald es es gibt. Ja, das Kombinationsspiel von uns funktioniert relativ gut. Hier anhand dieses Beispiels. Ozan und Celin bekommt den Ball und er probiert's. Das geht eigentlich schon die ganze Zeit so. Der kommt immer wieder zu Torschüssen. Und das war jetzt nicht gut. Oh, das war ein guter Pass. Oh, da stehen wir nicht gut. Oh, oh, und Bekir rettet. Oh, was hat uns denn da jetzt getrieben? Du heiliger Strohsack. Der Ball war draußen. Und wieder Bekir. Das ist schon auch teilweise ein bisschen sehr gefährlich, was wir da hinten zusammenspielen. Aber es scheint zu funktionieren. Na, ich melde mich wieder. Und wieder eine Riesenmöglichkeit für uns, die wir wieder nicht nutzen. Also der Chancentod ist auch hier zugange. Wir arbeiten uns hier irgendwie den Ball. Dann kommt er auf rechts außen zu unserem Captain. Der noch mit etwas Glück und Bari hier. Bari dribbelt in den 16er und versucht's. Und Altay hält einfach nur die Fäuste hin. Es gibt Eckball. Die Ecke nehmen wir mit. Die Ecke ist gut. So. Ne, nix ist. Wie mit. Nicht den Ball verlieren jetzt. Ah, so.
Aber er merkt schon, in welche Richtung das Ganze schon wieder geht. Also Chancen enden nie. Und was mich am meisten freut, ist, dass wir zumindest mal eine halbe Torchance rausgeholt haben. Das spricht doch auch mal für sich. Und 71% Ballbesitz gegen 29. Oh, was war denn das? Sorry, mit 100.000 andere Möglichkeiten erwählt die beschissenste. Aber ja, ist so. Ich melde mich wieder. Jawohl! 1:0 für uns. Der Stoßstürmer hat zugeschlagen. Turan. Und der Pass kommt von Ümit, unseren Linksverteidiger. Ganz simpel, so wie wir es kennen von anderen Stationen. Hat geklappt. Ja, muss es auch mal geben. So einen einfachen langen Ball nach vorne. Und da muss man auch was machen daraus. Und das macht er prima, der Youngster. Und darauf können wir aufbauen jetzt. Vielleicht können wir jetzt besser unser Spiel durchdrücken. Ein guter Ball. Ein wirklich guter Ball. Die Flanke. Ja. Hui. Die Verteidigungstat war ein bisschen kurios. Aber sieht gut aus. Ah, nochmal. Flanke, Abstoß. Nix ist. Ich melde mich wieder, sobald es es gibt. Oh, dummer Ballverlust, dummer Ballverlust. Ah, oh, Big hier, rettet. Huiuiuiuiui. Nochmal gucken. Kann ich euch gerne zeigen, den Ballverlust. So, hier. Weg hier zu Taha. Taha zu Ibrahim Koskun. Und Taha verliert hier den Ball. Und da wäre es fast gewesen mit dem Ausgleich. Nichtsdestotrotz, wir sind in der 42. Minute. Und wir haben es so weit im Griff. Der Gegner ist jetzt nicht ungefährlich. Und guckt mal, drei klare Torchancen. Das ist ein Holz. Da müssten wir mal hinkommen zu den drei klaren Torchancen. Das war mal ein guter Pass, aber da kann er nichts machen. Man muss abdrehen. Das war auch ein guter Pass. Und das gibt Eckball. Da bleiben wir jetzt noch drauf. Und gucken uns das Ganze an. Die Flanke kommt. Der Ball wird gefaustet. Ah, nichts ist. Ah, die Pause wird sehnlichst erwartet. Von den Spielerbewertungen her muss man zugeben, Ümit Kral, der Linksverteidiger, macht einen wahnsinnig guten Job. Nicht nur anhand seiner Vorlage im Spiel, sondern auch generell. Der ist auch defensiv sehr, sehr stark und bewegt sich gut. So, jetzt bloß keinen Fehler machen. Jawohl. Taha, der eben den Fehler gemacht hat, spielt eigentlich auch gut. Also die beiden Innenverteidiger gefallen mir wirklich, wirklich gut. Als Ersatz, beziehungsweise fast schon ebenbürtig, den Stammpersonal. Hier mein Lieblingsspieler der ganzen Mannschaft. Ozan macht auch einen guten Job. Ümit so und so. Auch wenn ab und zu die Bälle nicht so ankommen, ist er immer an Offensivaktionen beteiligt. Aber das mit den Flanken müssen wir echt noch üben. Das geht so nicht. Ja, ich melde mich auf jeden Fall gleich wieder. So, die aktuelle Spielzeit ist abgelaufen. Da kommt auch schon der Pausenpfiff. Ich dachte jetzt, ich hätte noch eine Minute. Da habe ich mich vertan. Aber macht ja nichts. Wir gucken mal. Und wir haben wieder sehr viele Anteile. Aber der Gegner kriegt die PS nicht
auf dem Platz, was für uns gut ist natürlich. Ich bin zufrieden, die sollen weitermachen. Und ich glaube, ich gehe einfach so wieder in die zweite Halbzeit. Ja. Ich melde mich wieder, sobald es was gibt. Uiuiui, da hat es jetzt einen erwischt bei uns. Ohne gegnerische Einwirkung. Einfach so umgefallen. Was gar nicht gut ist. Was gar kein gutes Anzeichen ist. Kann man schon was sagen? Unterschenkelverletzung, eine mögliche. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Wobei die Kondition ist jetzt nicht so tragisch. Aber wir werden es gleich sehen, was da los ist. Beziehungsweise werde ich vermutlich da kurz auswechseln. Ja, ich muss ihn auswechseln. Oh, das ist der Linksverteidiger. Ja, dann bringen wir den Erfahrenen rein. Der kann da hinten sicher noch ein bisschen mehr Stabilität reinbringen. Und das Spiel geht weiter. Der Ball wird auch zurückgegeben. Wir sind ja faire Sportsleute. So sieht das halt einfach aus. Also, bis gleich. Oder? Ne, wir schauen nochmal. Schöner Pass. Könnte eine Schussmöglichkeit sein. Jetzt vielleicht. Das gibt's doch nicht. Der muss doch drin sein. Ei, 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 ei. Sevan. Nochmal ein Foul. Und Eckball. Wir bleiben immer noch drauf. Wir wollen das zweite Tor, aber wir schießen es nicht. Und wir brauchen das zweite Tor für meine Nerven, weil sonst... Beziehungsweise für meine Nerven und für meine Stimme. So, jetzt kommen wieder gefährliche Konter, die wir unterbinden sollten. Bloß nicht die Seite wechseln lassen. Au, 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 au. Ahmed geht da durch auf der rechten Seite. Ja, Mustafa, sehr schön. Ich melde mich wieder, sobald es was gibt. So, da ist es. Der Ausgleich. Und der ist verdient. Wobei auch wieder glücklich. Aber verdient. Da sage ich schon gar nichts dazu. Es ist halt so. Was willst du machen? Wenn du es vorne nicht schießt, kriegst du es hinten. Das ist eine alte Fußballphrase. Die immer, immer wieder... Richtigkeit hat. Mein Gegner, der spielt echt nicht schlecht. Er spielt wirklich nicht schlecht. Und ich glaube, ich muss jetzt, es tut mir leid, aber mein Gefühl sagt mir, kurzes Passspiel. Ich muss das Tempo erhöhen. Wir müssen schneller kombinieren. Auch wenn wir dadurch weniger Ballbesitz haben. Aber ich glaube, dass wir so an Gefährlichkeit vielleicht zunehmen können. Aber wir werden sehen. Ich melde mich wieder, sobald es es gibt. So, wir sind in der 65. Minute. Gerade eben. Und die Umstellung oder die Einstellung zeigt Wirkung.
Wir spielen schneller, wir verlieren zwar öfters den Ball, aber wir sind, also gefühlt sind wir gefährlicher, weil wir viel schneller in die Lücken vordringen und das ein bisschen besser nutzen können. Wobei man hier durchaus sehen kann, dass es nicht immer so ist, wie es aussieht. Also nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Wir haben schon auch noch unsere Schwächen, das ist klar ersichtlich. Also die Vorbereitung und die Gegner, die waren deutlich, deutlich, deutlich schwächer als die Mannschaften, die hier jetzt auflaufen. In den ersten 4 Spielen, ich glaube, es ist das vierte. Tabellentechnisch kann ich auch mal kurz zeigen, wo wir derzeit liegen würden. Um einfach mal kurz bestätigt zu haben, dass es der vierte ist. Also mit dem Unentschieden würden wir auf Platz 12 stehen. Und das ist natürlich weit unter den Erwartungen des Vorstands und auch weit unter den Erwartungen der Spieler und weit unter den Erwartungen von mir. Weil mit dem Spielermaterial, was wir haben, was wirklich, wirklich meiner Meinung nach perfekt und gut ist, kommen wir den Erwartungen einfach nicht, werden wir den Erwartungen nicht gerecht. Und das ist schade. Aber was soll's? Wir kriegen halt die PS nicht rüber. So, Ozan. Und das ist jetzt das Tempo, was ich meine. Wir haben es angezogen. So, da geht es jetzt mal ein bisschen raus. Da wird auch nicht so lange gewartet, wobei das ein böser Schnitzer ist, aber ja. Aber ich melde mich wieder, sobald es gibt. Eine Riesenmöglichkeit wieder für unser Team. Eine Riesenmöglichkeit. Aber ich habe zu weit zurückgespult. Ein bisschen weiter vor. Noch ein bisschen weiter vor. So, jetzt aber. Jetzt habe ich die Spannung rausgenommen. Es tut mir echt leid. Dachte ich, das wäre da hinten. Aber war nicht. So, auf geht's. Die Geschwindigkeit der Kombinationen nimmt zu. Natürlich reißen wir dann die Löcher auf beim Gegner. Der lange Pass war ein bisschen unglücklich, aber das macht nichts, denn die Abwehr war noch unglücklicher. Und Buteran schießt den Ball zu Murat und Murat zu Altay. Die Situation ist immer noch nicht geklärt und das meine ich hier. Wir spielen wirklich, wirklich gut. Das ist der Ball in die Tiefe. Das war nix. Und der Ball ist weg. Ich hoffe, ich habe es jetzt hier irgendwie verdeutlichen können. Ah. War nix. Wir müssen halt aufpassen, dass die mit den Kontern dann nicht kommen. Aber ich melde mich wieder, sobald es was gibt. Tor für uns! Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich die Einwechslung vorbereiten wollte. Ich sehe es jetzt auch das erste Mal. Ja, kurz ausgeführter Freistoß und Ozan nimmt sich mal ein Herz und schießt drauf. Weitschusstor. Yes! Wir sind wieder da. Hallo! Ja, wo war ich? Ich habe nämlich überlegt. So. Ach. Murat werde ich rausnehmen. So, den werde ich auch reinnehmen. Und dann habe ich alle Wechsel vollzogen. Okay, alles klar. Ich melde mich wieder, sobald es gibt. So, Elfmeter für uns. Gott sei Dank. Und da müssen wir jetzt reinmachen. Dann habe ich auch wieder Nerven für den Rest der Partie. Ah. Ist er das? Ja. Unser Youngster, 17 Jahre jung.
wird diesen Elfer ausführen. Sein erstes Tor hat er schon gemacht im Spiel. Ist das sein zweites? Nein! Aslan ärgert sich noch. Aber weiterspielen, weiterspielen. Nicht aufhören. Jawohl. Ball holen. Ozan jetzt von der Distanz. Immer noch nicht. Noch einmal. Immer noch nicht. Abseits. Du heiliger Strohsack. Wir schießen die Tore nicht. Wir machen aus unseren Chancen einfach keine Tore. Da kriegt sogar unser Pechschwein Gänsehaut. Gucken wir mal. Klare Torchancen. 3. Halbe eine. Eieiei. Naja. Ich melde mich wieder, sobald es was gibt. So, wir sind in der 90. Minute. Wir schauen natürlich, dass wir das Spiel jetzt so beenden, wie es steht. Ist doch klar. Und wir machen es derzeit auch relativ gut. Jawohl. So. Weg damit. Oh, Eckball. Jetzt gibt es nochmal eine Ecke. Alle Spieler zurück. Genau. Da wird auf Biegen und Brechen verteidigt. Boah. Wie kommen die immer zum Kopfball im Strafraum? Ich verstehe das nicht. 5 Minuten Nachspielzeit. Ja, was ist denn passiert? Warum haben wir so viel Nachspielzeit? Na, wobei eine ist ja auch schon wieder vorbei. Ah, die drücken jetzt. Ah, wir pressen vorne immer noch brav an und zwingen den Gegner dazu, dass er den Ball dann klärt auf die Seite. Also geordneter Spielaufbau von wegen. Torwart zurück. Nehmen die Zeit von der Uhr. Mustafa macht ein tolles Spiel. So. Jetzt vielleicht nochmal ein Angriff. Oder wollen wir nicht? Ah, hier. Ne, da kommt er nicht durch. Da fehlt es noch ein bisschen an Durchsetzungswillen. Wir können auch mal gern noch auf die Spielerstatistiken gucken. Mein Ozan ist natürlich unser Topmann im Mittelfeld, der das Spiel lenkt. Und Taha, der angesprochene, 7,1er Bewertung als Innenverteidiger. Obwohl wir ein Gegentor bekommen haben, das ist relativ gut. Und generell haben wir eine richtig gute Bewertung bekommen. Für unser Spiel. So. Vielleicht kommen wir noch einmal vors Tor. Aber nicht so. Ja. Taktisches Foul, sehr schön. Dafür wird er gelb kriegen. Aber das war wichtig. Das war verdammt wichtig. Abstoß. 2 Minuten noch. Nee, 1 Minute noch. Dann sind wir da. Spielstatistiken für alle Statistikfreaks. Einmal kurz drauf geguckt. War ein engagiertes Spiel von beiden. Aber wir hatten zum Schluss die Nase vorne. Und für unseren Freistoß. Und das soll es eigentlich gewesen sein.
Oder? Er lässt noch spielen. Jetzt war's das. Yes! Der zweite Sieg in der Saison. Und das war ein wichtiger. Das war ein extrem wichtiger. Und wie man hier durch das Kommentar entnehmen kann, waren die jetzt nicht so auf uns zu sprechen. Also ein Unentschieden wurde erwartet und wir haben gewonnen. Also kann das nur für uns sprechen. Wir werden natürlich unsere Spieler loben. Und wir fahren fort. So, der Spieltag. Ja, wir fegen die souverän vom Platz. Naja, souverän vom Platz fegen ist bei mir was anderes, aber ja, passt schon. 3 bis 4 Wochen. Muskelfaserriss an der Wade hat Ümit Karal, unser... Wer war das? Karal, genau, Linksverteidiger, der jüngere von den beiden. Ja, das tut halt schon weh. Eine Injektion geben? Ne, wir lassen das natürlich dem Physio. Wir wollen da kein Risiko eingehen. Taha feiert sein Debüt und hat das richtig, richtig gut gemacht. Wir nehmen an der Pressekonferenz teil. Ja, wir können darauf aufbauen. Wir haben eine tolle Atmosphäre. Ja, das wird natürlich Selbstvertrauen geben. Das ist die Klasse von ihm. Genau. Hat gezeigt, was in ihm steckt. Das ist ernst. Genau, und sonst kann sich jemand anderer beweisen. So. Ocean. Laufleistung 12,7 Kilometer. Wir loben ihn mal für seine Pässe, weil 86% erfolgreiche Pässe ist auch eine Hausnummer. Jo, und dann würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Das nächste Spiel, das ich vermutlich dann wieder so zeigen werde, ich weiß es noch nicht. Was hätten wir dann da jetzt im Angebot? 17. Das werde ich so machen. Das werde ich auch so machen, der Pokal, oder? 11. 14. 16. 1. Ja, irgendwo im Oktober, glaube ich, werde ich anfangen. Mal schauen, wie sich's entwickelt. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.